Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Factorio in unserem Modpack Staffel 2. Und hier wird lustig Erz aufgeknackert. Und ja, wir haben hier bereits die Anfänge für weitere Anlagen stehen. Wir haben hier oben die Flotation Cells für unsere anderen Sachen herzustellen. Und hier kriegen wir zum Beispiel. Ja, Moment. Wir kriegen hier andere Schmutzwasser raus. So, und zwar haben wir. Oh. Oh. Gut, Bobmonium hat dasselbe. Genauso wie Stiratit und die anderen. Die kriegen ein anderes Abwasser. Das heißt, da müssen wir auch noch mal ein bisschen was machen. Und hier vielleicht noch eine zusätzliche Röhre reinmachen, damit wir dieses Abwasser auch nachbehandeln können. Oder wir lassen es einfach versickern. In die Umwelt, da freut die Umwelt sich. Aber die Umwelt hat eigentlich gar keine Wahl. So, was ich ganz gerne machen würde, ist da hinten an der Stelle schon mal Quarz und Kupfer aussortieren. Das kriegen wir mit Sicherheit irgendwie hin. Und dafür brauche ich weitere Warenhäuser. Und die finde ich hier unten. Nein, die finde ich. Warenhäuser, Ziegelschweine und Eisenplatten und Stahlträger. Und das ist eigentlich auch schon alles. Boah. Damit wir unten unsere Sortieranlage schon mal so ein bisschen ans Laufen kriegen. Und deswegen holen wir uns ein paar Eisenplatten, haben wir schon. Nice. Stahl ist da quasi in der Mache. So. Holen wir uns einfach mal alles. So, und dann gucken wir mal, was haben wir denn da oben noch? Haben wir hier noch was drin? Ja. Für die nächste Anlage haben wir da eigentlich alles schon parat. So, und wenn ich mir jetzt überlege, wenn ich da unten einen Kohleanschluss hinkriege, dann kann ich die Eisenherstellung schon fast darunter bringen. Andererseits würde ich es gerne komplett fertigstellen, damit das Eisen da auch richtig produziert werden kann und wir keine Probleme und Engpässe kriegen. Mach mal 6. Und dann machen wir noch weitere Ziegelsteine. Und dann mach doch noch mal einen. Und dann fehlt uns Eisen. Und dann können wir noch ein paar Blader uns organisieren. Also diese Anlage hier, die würde ich ganz gerne dann abreißen. Ja, das ist das Kupferrohr. Beziehungsweise soll ich mir. Ich mache mir hier mal eine Blaupause von. Neue Blaupause. So. Speichern. So, dann haben wir da schon mal so eine Art Grundkonzept, was wir dann noch mal ein bisschen verfeinern können. Das wäre fein, wenn wir das verfeinern könnten. So. Da noch mal was. Und dann fehlen uns Stahlträger. Okay, ich verstehe. Hier ist alles voll. Belader. Die Waren, wo waren sie denn? Da oben. Und da fehlt uns tatsächlich die Schaltkreise. Ich bin mal gespannt, wie viele Belader wir tatsächlich dann noch brauchen jetzt an der Stelle. 1, 2, 3, 4, alles meins. So. Komm schon. Zack. Und dann hätte ich gerne hier mal einen Stapelgreifarm. Hehe. Den ich wahrscheinlich nicht bauen kann, weil ich irgendwas total Wirres dafür brauche. Aber gar nicht. Machen wir mal so. So, Stäpelchens. Eikreffer. Den stellen wir mal gerade her. Was fehlt uns hier noch? Eigentlich nur normale Greifarme. Die kriegen wir auch noch hin. Die können wir uns nämlich hier unten klauen. Eins, zwei, meins. Nicht zu verwechseln mit 3, 2, 1, meins. Das war nämlich was anderes.
So. Oh, guck. Ei, guck. Ich brauche erstmal nur zwei. Grundsätzlich. Entsetzlich. Elektrizität ist am Boden. Das heißt, wir müssen erstmal strommäßig was machen. Verstehe. Das nehmen wir mit. Okay, und dann kümmern wir jetzt uns mal um Elektrizität. Und das machen wir mittels Solarzellen. Die haben wir hier irgendwo, da unten. Und dann haben wir auch noch irgendwo Akkumulatoren. Die hatten wir, glaube ich, da oben. Da. Nein, da, da, da. Zahnräder. Ach, da oben. Ich wollte gerade sagen, ich habe da irgendwo eine Akkuproduktion. Alter Finne. Das sind viele Akkus. Kann ich Umspannwerke bauen? Nein. Mittelgroße Strommasten haben wir ein paar. Bauen wir noch ein paar mehr. Ich glaube, ich werde da oben an der Grenze einen Solarpark bauen. Ich meine, da hätte ich sogar schon angefangen. Fällt mir mal gerade so ein. So, hier müssen wir auch wieder Hand anlegen. Hier wird auch gerade gar nichts produziert. Warum? Haben wir kein Öl? Okay, das Öl ist voll. Ah, wir kriegen unser Schmiermittel nicht weg. Beziehungsweise unser Base Mineral Oil. Warte mal. Was wir auch gar nicht. Oh, verstehe. Das heißt, wir müssen unser Base Mineral Oil tatsächlich an der Stelle mal so ein bisschen eingrenzen. Oh. Oh. Ich wollte Logistikroboter machen. Fällt mir mal gerade so wieder ein. 50. Damit wir da die ersten Anforderungen und sowas machen können. Und ich müsste. Habe ich noch ein Flare Stack? Das war Petrochem. Naja, da fehlt mir Stahl. Natürlich fehlt mir Stahl. Was fehlt mir immer? Stahl. Und hier haben wir. Was war denn hier? Ich glaube, das war unsere Kohle. So, und das müssen wir dann auch demnächst mal angehen. Wobei wir so viel Blei jetzt im Moment gerade gar nicht brauchen. So, nochmal quer durch die Basis laufen. Überhaupt gar kein Problem, mache ich auch gerne. Stahl. Gib mir. Ich möchte nur einen Flare Stack bauen, danke. Okay, ciao. Ich hoffe, das geht. Aber müsste eigentlich. Das ist ein brennbares Material. So, weil hier, das ist nämlich alles voll, genau. Multiphasenöl. So, das hier hätte ich gerne abgefackelt. Und zwar mit einem Überlauf. Habe ich keinen Überlauf mehr? Wie heißt das Ding? Überlaufventil. Über. Ventil, Pentil, Überlaufventil. Lager ich den Quatsch irgendwo überhaupt? Nö. Okay. Wir machen jetzt mal hier auf die bescheuerte Art und Weise. So. So. Ja, jetzt können wir nämlich hier den ganzen Kram abfackeln und dann kriegen wir wieder Festbrennstoff. Weil den brauchen wir nämlich. So, und unsere Logistikroboter habe ich hier schon irgendwo Logistikbereich. Damit ich die fliegen lassen kann. Damit ich einen fliegen lassen kann. Und warum habe ich da ein Kupferrohr dran? Naja. Da.
Nice. Ich bin im Logistikbereich drin. Das heißt, ich kann jetzt hier an der Stelle fliegt. Ihr seid frei. Fliegt, meine Freunde. Muss mal gerade gucken, habe ich hier irgendwo noch ein Kohlefeld auf der Karte? Da unten. Das werden wir bald brauchen. Und das bietet sich natürlich super an. Ach, warte. Endlos Kohle. Das bietet sich super an, um dann hier diese Anlage zu versorgen. Das finde ich cool. So, jetzt gucken wir mal, dass wir hier durchschlüpfen, ohne plattgefahren zu werden. Ja, das geht. Okay. Okay, ciao. So, jetzt machen wir hier den Solarpark erstmal fertig. So. Und dann machen wir hier unsere Kollegen dran als. Ja, ich könnte rein theoretisch. Pass auf. Halt dich fest. Festhalten sollst du dich. Oh, ist das schön. Wenn ich die nämlich da wegnehme. So. Dann haben wir da zwar unsere Solarzellen erstmal gekappt. Bitte passe. Okay, ich passe. So, wenn ich die jetzt hier so anschließe. Oh, perfekt. Nee. Dann sieht das alles irgendwie ein bisschen unhübsch aus. So. Ah, okay, das passt jetzt. Machen wir die Linie nochmal auf der Seite. Dann haben wir hier ein paar Akkus. Oh, wie schön. So. Dann würde ich fast behaupten, wir machen hier noch mehr Akkus hin. Weil Akkus brauchen wir jede Menge. Je mehr Akkus wir haben, umso mehr Kapazität haben wir für die Nacht. So. Die sind out of electricity. Und da noch mal eine Reihe. Und da kommt wieder eine Reihe Strommasten. So. Würde ich mal sagen, so in dem Dreh. Das sind natürlich jetzt leicht versetzt und verbinden sich deswegen nicht. Aber so geht's. So. Und dann kommt eine weitere Reihe Akkus und dann können wir wieder Solarzellen setzen. So, haben wir da noch genug? Nein, doch. Ist da? Oh, das war's schon. Okay. So, wenn ich jetzt das so platziere, dann ist es hier wieder verbunden. Okay. Das heißt, hier könnten wir dann wieder eine Reihe Akkus machen. 1, 2, 3, 4, 5. So. Genau an der Stelle. Ja. Jetzt auch wieder mit einer Einserlücke dazwischen. So und so, das sollte eigentlich reichen. Oder machen wir da unten noch einen hin? Den könnten wir rein theoretisch da einstellen. Okay. Und weitere Akkus für uns. Und das Ganze bitte so, dass es sauber aussieht. Genau, nicht versorgt, perfekt. So, die füllen sich jetzt aber langsam auf und dann haben wir für die Nacht eigentlich einen riesigen Speicher. So. Denn die Nacht ist dunkel und voller Schatten.
So, dann können wir hier noch einen reinstellen. Oh je, ich liebe dieses Geräusch. So, jetzt machen wir hier nochmal zwei Linien hin, damit wir genügend Akkupower haben. Und dann können wir uns wieder was anderem widmen. Britzel, Britzel, Britzel. So gefällt mir das. Energie 0. Warum Energie 0? Warum sind die alle leer? Weil wir mehr Strom verbrauchen, als wir produzieren. Ja, klar. Trotzdem machen wir jetzt hier eine Reihe Akkus hin. Vielleicht laden die sich ja nochmal ein bisschen auf. Und dann wäre das nächste dann wieder Solarzellen. Okay. Stromversorgung erstmal grundsätzlich sichergestellt. So, und da oben haben wir eine ganz vernünftige Verteidigung. Hier müssen wir ganz kurz durchschlüpfen, ohne überfahren zu werden. Das ist überhaupt gar kein Problem für uns. Das machen wir sehr gerne. So. Festbrennstoff wird wieder hergestellt. Strom ist jetzt im Moment gerade... wir produzieren weniger, als wir brauchen. Das heißt, die Nacht, die wird uns da auch nicht helfen. Wenn wir nicht mehr Material und mehr Stromerzeugung hätten. Das heißt, wir müssten dann mal warten, bis wir wieder vernünftig Solarzellen haben. Dann können wir da nämlich den Solarpark erweitern. Und irgendwann dann auf Atomenergie umsteigen. So, hier wird gerade... Ah doch, hier wird weiterhin produziert. Claybricks. Okay. Wir könnten auch mal anfangen, die Basis ein bisschen zu pflastern. Wo war ich jetzt dran? Wir gucken mal... Haben wir... Erzförderer. Elektrische Erzförderer, die normalen nur. Akkus haben wir noch jede Menge, die brauchen wir jetzt gerade nicht. Die können wir oben wieder in die Kiste werfen. Hier, das ist auch nicht so mega gut. Weil hier nämlich wieder kaum was ankommt. Woran liegt's? Hier ist eigentlich alles voll. Und die sind zu langsam. Okay, vielleicht brauchen wir hier einfach Stapelgreifarme. Huh? Vielleicht könnte das das Ganze schon ein bisschen aufbessern. Oder wir brauchen einfach mehr Greifarme. 1, 2, 3, 4. Mehr Holzpellets für uns. Und wenn wir da noch mehr Fabriken hinsetzen... Okay, wir machen das mal folgendermaßen. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Und dann können wir die nämlich eins runtersetzen. Das Ganze mal kurz ausbremsen. Dann haben wir die Holzpelletsproduktion vielleicht ein kleines bisschen noch verbessert. Ich hätte das Rezept kopieren müssen. Pellets. Da. Zip. Zip. Zack. Zack. So, 1, 2. 1, 2. Der kann das bitte noch dahin abladen. Und das wird noch ein bisschen verlängert. Warum sind die so langsam? Weil die so gut wie keinen Strom haben. Der hat so gut wie keinen. Und der hat relativ... Die Maschinen haben auch zu wenig Strom. Wir gucken mal. So. Übertragene Leistung 10 Megawatt. Shift R. 20 Megawatt.
50 Megawatt. Ah, das war das Problem. Das war das grundlegende Problem. Wir hatten nämlich nur eine begrenzte Stromzufuhr für die Anlage hier. Und das hat dafür gesorgt, dass wir hier nicht genug Pellets produzieren. Cool, wieder was gelernt. Und wie sieht es hier aus? 100 Megawatt darf er gerne rausbringen. So, jetzt kommen nämlich hier einige Pellets an. Und wenn die sich mal aufgeladen haben hier, dann können die auch wieder richtig arbeiten und Strom produzieren. Nice. Wasser genug haben wir auch. So. Cool. Dann haben wir da auch wieder ein kleines Problem. Ja, nicht hundertprozentig gelöst, aber zumindest ein bisschen angegangen. Gucken jetzt mal gerade. Hier ist nämlich jetzt überall Strom genug. Der hat und der hat nämlich nicht. Das wurde mir auch nochmal gesagt, aber das habe ich wieder vergessen. Shift E. So, dahin. Der kann das nämlich alles dann mal darüber laden. Ja. Und hier wären schnellere Fließbänder eigentlich schon vonnöten. Und schnellere Montagemaschinen. Oder Speedmodule. Das wäre auch noch nice. Okay. Interessant. So, was ich jetzt ganz gerne machen würde, ist eine Anlage, um eben diese Nachbearbeitung zu machen. Und das sind, wie heißen die Dinger? Das sind, glaube ich, jene hier. Ore Processing Machine 1. Ziegelsteine, Stahlzahnräder und Stahlträger. Also wieder Stahl. Was sonst sollten wir brauchen als Stahl? Wobei andererseits wäre es, glaube ich, auch ganz neckisch, wenn wir jetzt die Bogmonium-Produktion da unten schon mal anfangen könnten. Wir gucken mal. Also das ist unser Zug, der eigentlich jetzt mal hier Bogmonium liefern sollte. Da die Anlage ist weitestgehend fertig, zumindest schon mal besteht die Möglichkeit, dass das Ding ein bisschen arbeitet. So, hier haben wir einen Tankwaggon. Das heißt, wir müssten eigentlich unten den Bahnhof jetzt mal setzen, da an der Stelle, und Erzförderer und da diese Basis wegmachen. Dann könnten wir unseren Verteidigungsstreifen vielleicht nach hier erweitern. Müssen wir mal gucken. Okay, Inventar. Zughaltestelle hätte ich gerne. Und zwar die da. Die Logistikhaltestellen, da werden wir uns dann auch noch drum kümmern. Das machen wir allerdings dann ein wenig später. Und dann gucken wir mal nach Beladern. Haben wir da noch Bedarf für Belader? Immer noch 21. Wie heftig das eigentlich ist. So, wir gucken mal, dass wir die Beladerproduktion hier an der Stelle noch mal ein bisschen aufweiten können, indem wir uns ganz viele gelbe Greifärmchen holen. 1, 2. Und dann erhöhen wir das Ganze hier einfach mal ein bisschen. So. Und das ist eine Eisenkiste. Da könnten wir rein theoretisch eine Anforderungskiste draus machen. Anforderungskiste. Da. Okay. Stahl. Da. Hallo. Oh, jetzt habe ich ein bisschen Eisen mitgenommen. Hoppla. Oh, und dann brauchen wir noch da so eine weiße Platine. Oh, jetzt geht es in Richtung Hightech.
Erweiterte Schaltung, so, die brauchen wir hier. Hallo. Eins. Machen das mal so als Feldversuch jetzt. Wo ist meine Produktion? Da oben ist meine Produktion. Okay. Was bist du? Konstruktionsroboter. Anordnungskiste. Zack, zack. Und das heißt, wenn diese Sachen hier logistisch angefragt werden, können hier auch mal ein paar Eisenplatten dann anbieten tatsächlich. So, dann werden die vom Logistikroboter dahin gebracht. So, und das haben wir in der Anbieterkiste. Fließbänder haben wir auch in der Lagerkiste. Ist ja keine Anbieterkiste in dem Sinne. Und die Schaltkreise auch. Das heißt, das Ding, das wird jetzt einfach durchproduzieren. Weil unsere Logistikroboter das ganz gut können. Okay, ich habe mir ein paar Belader geholt. Wir haben ein Lagerhaus. Und das heißt, wir können eigentlich jetzt mal mit unserem Bobmoniumzug da runterfahren. Ich brauche noch Fließbänder, weiß ich nicht. Ich habe auch meine Kollegen noch nicht eingelagert. Das machen wir auch gerade mal noch. 1, 2, 3, 4, 5. So. Da. Die brauchen wir nämlich jetzt da nicht. Okay. Und Belader haben wir ein paar. Ah, ich brauche natürlich Erzförderer. Ich schlauer. Ich bin so klug. KLUK. Normale Erzförderer. Elektrischer Erzförderer 2. Da brauchen wir Stahl für. Da brauchen wir Stahl für. Wir verzichten jetzt gerade an der Stelle mal auf Stahl. Und machen die ganz normalen Erzförderer. Da kann man nämlich ein bisschen was sparen an der Stelle. Sparen am Strom. Und dann machst du mir mal davon. So. Grundlegende Platine holen wir uns auch noch ein paar. Dann können wir nämlich noch ein paar mehr machen. Hallo. Hallo. So. 31 Stück. Reicht. Strommasten haben wir. Oh, Logistik. Hallo. Hallo, Logistik. My old friend. So. Wir folgen dem Zug. Manuell. Und ich hätte gerne, dass du nach links abbiegst. Danke sehr. So. Bock. Einmal hart eingeparkt. So. Dinge, die ich jetzt machen möchte. Ich möchte jetzt hier an der Stelle ein Warenhaus setzen. Und zwar da. Nein. Wir setzen es ein bisschen weiter weg von der Schiene, damit es 1, 2, so, damit es auch hübsch aussieht, was ich hier mache. Und dann sagen wir mal, wir machen das eventuell so. Sagen wir mal 1, 2, 3, 4, oh. 1, 2, 3. Zack, zack, zack. So, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Das wäre schon mal Waggon 1, beladen mit Bobmonium. So, und dann haben wir die Möglichkeit hier Großflächenerzförderer. Oh. Okay. Müssen wir ein bisschen aufpassen tatsächlich, wie wir das am besten machen. Ha. Arbeitet der, wenn der keine Suppe hat? Nein. Okay. Das heißt, wir knuspern uns jetzt erstmal das Bobmonium weg, was wir ohne Säure abarbeiten können. So. Oh. Ach da.
das sind Großflächenerzförderer, verstehe. Wir haben ja noch die anderen. Haha. Die waren, wo sind sie denn? Da. Eins, zwei. So. Dann können wir hier was wegnehmen und da. Und da ginge dann bis hierhin. Das wird eine Durcheinanderaktion hier. So. Eins, zwei. Und dann können wir eigentlich so bauen. So. Oh je, oh je, oh je. Interessant. Okay. Das geht. Dann können wir hier noch was bauen. Sagen wir mal bis dahin. Und das wird von dem abgedeckt. Okay. Interessant. Und jetzt müssen wir ganz komische Fließbandführungen machen hier. Nämlich so und so. Und das führen wir hier seitlich rein. Und nach oben. Einmal. Dann haben wir hier, das können wir da anschließen, das geht auch. Das kommt da mit dran. So. Und dann so. Okay, ich weiß ganz genau, was ich hier tue. Nicht. So, und dann einmal hier hoch. Das gefällt mir so nicht. So, funktioniert das so? Ja, so sollte es funktionieren. So, das Ganze noch ein bisschen hier rüber, damit wir das hier schön einführen können. Er hat einführen gesagt. Eins, zwei. So. Jetzt haben wir da erstmal Erzförderer stehen, und zwar alle, die noch keine Chemikalien brauchen. Das ist ganz, ganz wichtig erstmal, weil die können wir für Bobmonium noch nicht liefern. Da müssen wir uns noch ein bisschen Gedanken drüber machen. Oh, hallo. Da gehört natürlich auch noch einer hin. Und? Kriege ich denn noch eins darüber? Da geht nicht. Okay. Da passt auch noch einer hin. So in etwa. Ja, weiß nicht, ob mir das so gefällt. So gefällt mir das, glaube ich, besser. Okay. Weitere Stromversorgung. Da kann auch einer hin. Hier, die dürfen gerne miteinander vernetzt werden. Jawohl. Und dann müssen wir hier was bauen. Da und okay, das ist Schritt 1. Schritt 2 wird sein, jetzt das Ganze anzuschließen. Und da bellt ein Hund im Hintergrund. So, einmal hier durchschlüpfen bitte. Und dann können wir da oben weitermachen. Und ein autarker Außenposten mit Solarenergie wäre natürlich schön und wünschenswert. Da müssen wir aber dann noch ein bisschen drauf warten. Weil da hätte ich gerne bessere Solarzellen für und die können wir noch nicht bauen. Und jetzt müsste eigentlich da unten massenweise Bobmonium hergestellt werden. Beziehungsweise abgebaut werden, nicht hergestellt. Und das geht hier schon mal rein. Okay.
Habe ich noch 8? Nein, ich habe nur noch 3. Schade. Dann könnte man nämlich hier schon mal vorkonfektionieren. So. So soll das Ganze aussehen. 1, 2, 3, 1, 2, 3, zack, zack. Und dann machen wir hier schon mal 1, 2, 3. So. Hier verteilt sich das Ganze dann auf diese beiden Waggons. Und der wird jetzt nochmal umbenannt hier. Oh, wir haben ja gar keinen Bahnhof. Haha. Wo ist der Bahnhof? Das ist der Bahnhof. Warum kann ich den da nicht platzieren? Nee, das ist ja falsch. Müssen wir mal ganz kurz hier. Oh, der rollt noch ein bisschen. Okay. So. Und du heißt nämlich jetzt Bob Monium Belade. So. Speichern. Wo willst du denn hin? So. Neue Station, Bob Monium Belade, und zwar bis Inaktivität plus Fracht Bob Monium Erz und dann größer 15.000 festlegen. Und lo oh, stopp. Stopp, stopp, stopp. Hilfe. Manuell. Bogmonium belade. Wobei, das kann er gerade schon mal. So. Jetzt warten wir, jetzt müsste er eigentlich. Genau, jetzt fährt er wieder los. Und ich muss hier auf jeden Fall Signale setzen, sonst gibt es irgendwann ein Zugunglück. Und wir beladen fleißig Bobmonium. Und das müsste dann jetzt oben in unserer Bobmonium-Anlage aufbereitet werden. Warte mal. Ablade, los geht's. Und dann steige ich hier mal aus. Okay. Warum ist hier kein Strom? Man weiß es nicht. Gut, und was passiert hier? Hier werden Bobmonium-Sachen hergestellt. Oh. Und hier staut sich alles auf, weil die noch fehlen. Okay. Vier, fünf, sechs. 7, 8, da fehlen uns noch ein paar von. Kann ich die noch herstellen? Natürlich nicht. Mir fehlen Eisenzahnräder. Oh nein! Hier haben wir ein Problem. Stopp, 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 stopp. Filter, rote Geoden hätte ich nämlich gerne. Da, zack. Ja, jetzt habe ich hier natürlich alles falsch gemacht. Bogmonium muss da runter. Okay, das passt. Ist Bogmonium auch in diese Richtung gewandert? Nein, eigentlich nicht. Okay. Und da ist eine Fliege im Hintergrund. Das nervt mich gerade ein bisschen. So, das heißt, wir haben jetzt hier auf jeden Fall unsere Geoden-Aussortieranlage. Das passt schon mal. Und unser Bobmonium geht nach unten. Wir müssen das Ganze noch mal ein bisschen absammeln, weil wir haben nämlich hier Geoden mit drin. Die wollen wir dann nicht. Das wollen wir hier nicht. Wir wollen hier keine Geoden. Die wollen wir nicht hier reinwerfen. Haha. So.
Das Bobmonium, das können wir dann hier irgendwo reinwerfen. Zum Beispiel da. Und da müssen wir natürlich auch noch. Ah. Ich verstehe. Okay. Wir machen hier aus Bobmonium diverse Sachen. So, und da brauchen wir hier an der Stelle auf jeden Fall noch weitere Ore Sorting Facilities. Und Strom. So, da und da. Das da unten ist angeschlossen. Okay, dann können wir hier noch ein paar Masten hinsetzen. Nennt ihn auch das Mastschwein. So, können wir noch ein paar Strommasten tatsächlich nicht. Okay, hier fehlt eindeutig noch ein bisschen was. Und hier fehlt auch noch ein bisschen was. Und das brauchen wir alles noch. Okay, aber wir haben jetzt schon mal den Grundstein gelegt für Bobmonium Crushing. Und bevor ich das jetzt vergesse, mache ich jetzt sofort ein paar Signale. Zugkettensignal, Zugsignal. Dafür brauchen wir Eisenplatten, das können wir hin. Und hier ist so eine Fliege im Hintergrund, die nervt mich gerade tierisch. So, okay. Normale Zugsignale zu Kettensignale haben wir. Das bedeutet, wir brauchen einmal ein Zugsignal in diese Richtung. Wobei wir hier eigentlich ein Kettensignal nutzen. Kettensignal und Kettensignal da und da. Und normales Signal hier irgendwo auf der Seite. Das geht aber nicht. Warum geht das nicht? Ich meine, hier haben wir eigentlich genug Platz, ne? Sollte nicht auf der Schiene stehen bleiben, das ist blöd. So, da ein normales. Nein, da kommt ein Kettensignal hin. Mach da mal ein paar von. Okay. Kettensignal. Normales Signal. So sollte es eigentlich gehen. Theoretisch. Wenn ich jetzt hier nochmal ein Kettensignal hinmache. Also nach da ist rot. Einfahren ist nicht. Ein Ausfahren ist nicht. Okay. Gut. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, und dann brauchen wir hier definitiv ein normales Zugsignal. Warum laufe ich eigentlich diese riesige Strecke hier? Man weiß es nicht. Und ich hoffe, wenn die Signale dann alle sitzen, dann passt das soweit. Das machen wir jetzt mal hier hin. So. Und das machen wir dahin. So, und dann würde ich gerne mal zur Ablade fahren. Keinen Weg zur Haltestelle, das habe ich mir nämlich gedacht. Manuell. Das heißt, wir brauchen hier auf der Seite eigentlich ein Signal.
Warum können wir hier auf der Seite kein Signal setzen? Das weiß ich nicht. Müssen wir das hier vielleicht weiterführen? Vielleicht, weil das eine Logistikhaltestelle ist. Ist das die Möglichkeit? Ja, ist es denn die Möglichkeit? Ich mach da mal eine normale Haltestelle draus zum Ausprobieren und dann werde ich die Folge hier auch beenden. Hallo. Oh, wir haben keinen Stahl. Warum haben wir keinen Stahl? Erzähl mal. Eine normale Haltestelle. So, hier machen wir mal eine normale Haltestelle draus. Warum kann ich das da nicht bauen? Das ist ja voll doof. So. Ein Signal hier hin. Und ein Signal auf die andere Seite. Okay, jetzt ist alles wieder genauso, wie es vorher war. Das ist grün und das heißt, da ist auch grün. Ich verstehe nicht. Bobmonium-Entlader speichern. Und dann gehen wir mal in die Züge. Dann haben wir nämlich. Den weg. Plus Bobmonium-Entlader. Inaktivität. So, dann sollte das hier wieder gehen. Dann sollte der schon mal wieder pendeln. Wow, okay, dann müssen wir jetzt hier eigentlich Kettensignale haben. Da und da. Aber auch hier. Wie sieht das da jetzt aus? Okay, rausfahren geht nicht. Irgendwas stimmt hier mit den Schienen nicht. Okay, da werde ich mich mal ein bisschen schlau machen und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ciao.